70% vom Urwald weg und trotzdem so grün, zumindest in den Cordilleras. Ja, ich nehme dich heute wieder mal mit rund um San Bernardino, wo wir ja derzeit wohnen. Wir haben einen Ausflug gemacht nach KQP und wir dort und fast überall ist es unglaublich grün. Es gibt hier ganz, ganz viele Früchte auch das ganze Jahr über. Es gibt viele Blumen zu sehen und es gibt natürlich auch Restaurants zum Genießen. Hier übrigens im Ogaucho, wo am Samstagmittag richtig viel los ist, wenn die Leute vom Markt kommen. Ja, und wir waren an einem ganz regnerischen Tag, denn auch das gibt es im Winter, bei Anne Gräfin von Montfort. Sie hat ja eine Kaffeerösterei, ich glaube über 24 verschiedene Liköre und einen leckeren Marzipan. Wir haben auch das Haus von ihr angeschaut. Ich finde die Architektur sehr, sehr schön gemacht. Die Orchideen wunderschön. Und ich werde dir in den Shownotes den Link reingeben, denn mein Mann hat gesagt, der Kaffee ist richtig gut. Sie macht ihn selber dort und auch die Liköre zum selber erstellen. Und auf dem Heimweg haben wir wieder Halt gemacht im Granja Kim, das ganz in der Nähe von KQP ist und das von einem Koreaner betrieben wird übrigens. Ja, und du siehst schon die Umgebung überall. Auf den Nebenstraßen, auch auf den Hauptstraßen rechts und links, ganz viel kleine Häuser, Kirchen und überall sehr, sehr grün. Auch auf dem Weg zum, ja, ich nenne es immer Panoramastraße oder wir sagen Panoramastraße zu diesem Erdweg Richtung Finca El Gaucho. Denn dort ist der Ausblick einfach wunderschön über den See hinweg und auch abends der Sonnenuntergang. Das ist keine Fotobearbeitung, das ist live, das ist Natur, das ist Faszination, Paraguay, würde ich sagen. Ja, und wir haben dort wieder mal einen Abend genossen. Es war kalt, im Kamin hat schon das Feuer gebrannt. Und wir sind gerade dabei, ein bisschen San Bernardino und Umgebung zu erkunden. Es gibt in San Bernardino einen kleinen Weg nach oben, da ist leider mein Handy dann ausgegangen. Es lohnt sich, diesen Weg nach oben zu gehen, aber es ist auch wunderschön, einfach im Garten zu sein oder Essen zu kochen, um im Garten zu genießen. Übrigens, es gibt sogar Leberkäse von Willi oder Oxy hier in Paraguay. Und vor allem für mich einen schönen Platz im Garten, wo ich in den Tag hinein starten kann. Rund um unser Haus viele Wege zum Spazierengehen, sehr schön entspannt. Es wird unglaublich viel neu gebaut. Es gibt viele einfache Hütten, viele, die sehr runtergekommen sind, viele moderne, luxuriöse Häuser. Und vor allem jetzt im Winter viele blühende Lapacho-Bäume. Kürzlich hat jemand zu mir gesagt, er hat gedacht, wer die Bilder gesehen hat, das sei irgendwie Kitsch oder nachbearbeitet. Sowas gibt es gar nicht. Nee, das ist Natur. Diese Farbenpracht, diese Intensität, das ist das, was die Natur hervorbringt. Und mich fasziniert es auch wieder, gerade diese weißen Blüten vom Lapacho, das ist wie Schnee, was manchmal runterkommt, wenn der Wind weht und den Rasen bedeckt. Und ich habe kürzlich diesen schönen, wunderschönen Strauch geschenkt bekommen, den wir hier eingepflanzt haben, mit drei verschiedenen farbigen Blüten, weiß, lila und so gemischt. Und ja, ich finde es einfach nur schön hier. Und wir haben unser erstes Gartenfest mit eigenem Pool hier in San Bernardino gefeiert und dazu natürlich auch Wein geholt. Übrigens, so eine Flasche Wein kostet umgerechnet circa 6 € hier in diesem Weingeschäft. Allerdings hat allein der Weißwein 14% Alkohol.
Ja, Natur pur. Und bei unserem Gartenfest gab es auch ganz viel aus der Natur. Samen, Körner, Aufstriche vom Humus über die Avocado-Creme, über Paprika-Creme, ganz viele Dips und leckere Sachen zum Genießen. Und auch im Garten war es, obwohl es Winter ist, tagsüber 30 Grad. Das Wetter ist ja immer sehr wechselhaft. Es kann wirklich 30 Grad haben und am nächsten Tag nur noch 15. All das ist möglich. An dem Tag war es das Poolwasser 20 Grad und voller Blüten. Deswegen habe ich noch ein bisschen so Blüten eingesammelt. Und Christoph hat an der Tankstelle Luftballone entdeckt, die die gerade entsorgen wollten. Die hat er dann einfach mit heimgebracht zu unserem Fest dazu. Ja, gemeinsam genießen mit Freunden ist einfach was Wunderschönes. Und vor allem draußen zu sein, im Grünen zu sein, in der freien Natur zu sein, die Zeit dort zu verbringen, ist was, was mich persönlich ganz besonders fasziniert. Auch die Bäume, schau mal, wie die gewachsen sind, so unterschiedlich, jeder einzigartig. Und auch die Bauten. Es gibt so unterschiedliche Häuser, die hier gebaut waren. Wir haben uns übrigens einige angeschaut wieder, denn wir wissen ja immer noch nicht, ob wir weiter mieten, kaufen, bauen. Das hier war übrigens ein sehr, sehr schönes Haus. Allerdings der gesamte Gartenbereich, den es hier gegeben hätte, war zu betoniert mit Kunstrasen. Ewig schade, denn der Ausblick hier gigantisch schön. Ich finde es herrlich. Und was ich auch etwas schade finde, ist, wenn die Häuser so ganz nah aufeinander stehen. Denn in Paraguay gibt es so viel Platz. Ich persönlich würde es dann bevorzugen, etwas weiter zu haben. Spannend ist übrigens auch immer die Fotos anzuschauen und dann die Realität. Es gibt sehr gute Fotografen und es ist immer gut, sich selber ein Bild zu machen. Und ich habe dir schon gesagt, rund um unser Haus, wo wir jetzt wohnen, gibt es so viel Natur, so viel zum Spazierengehen, so viel zum Entdecken, so viel Stille und Ruhe und Blüten. Immer wieder aufs Neue. Und Massage. Luz kommt immer wieder zu uns ins Haus, um uns zu massieren. Und wenn du jemand suchst in San Bernardino oder Umgebung, dann kann ich sie dir absolut empfehlen. Übrigens, Cafés, Restaurants gibt es hier einige. Falls du schon mal da warst oder hier wohnst, schreib doch gerne in den Kommentar, was würdest du empfehlen? Was muss man unbedingt sehen? Welches Restaurant, welches Café würdest du empfehlen? Wo würdest du am liebsten leben oder wo lebst du? Und ich freue mich auf deine Kommentare. Ich finde es wunderschön, diese Lapacho-Bäume. Diese rosanen, die weißen. Und wenn die gelben kommen, weiß man, der Winter ist bald vorbei. Ja, auch am Abend gibt es einiges zu entdecken in diesem Ort. Die Weihnachtssterne blühen hier jetzt um diese Zeit. Und wie gesagt, wenn man durch den Ort fährt, entdeckt man viele Restaurants. Das Veneza, das ist eine Kette, wo es Frühstück und auch Mittagessen und Snacks gibt. Das O Gaucho, wunderschön. Auch sehr, sehr nett von den Menschen dort. Draußen schön zum Sitzen, drinnen zum Sitzen, das französische Café gegenüber das Oktoberfest. Es gibt das A la Playa, also ganz, ganz viele Sachen. Urwald ist weg, es ist grün und schön.